Servus Freunde, ich grüße euch aus dem bayerischen Voralpenland. Heute habe ich mir einen absoluten Klassiker vorgenommen, die Gratwanderung vom Heimgarten zum Herzogstand und das Ganze ohne Seilbahn. Das heißt, wir haben hier 1200 Höhenmeter im Auf- und Abstieg, 14 Kilometer Weglänge. Ja, eine schöne Tour, die sehr viel begangen wird. Jetzt Mitte Oktober, während eines Werktags, sollte es allerdings nicht ganz so überfüllt sein. Trotz der fantastischen Herbststimmung, schaut euch das an. Heute habe ich einen super Tag erwischt. Mit einem super Herbstatmosphäre. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben bei diesem Video und ich freue mich, dass ihr mich auf dieser Tour begleitet. Gestartet bin ich vom Parkplatz der Herzogstandseilbahn und dies liegt direkt am Walchensee. Der Walchensee, das hat heute Morgen wirklich auch fantastisch ausgesehen. Ich zeige euch da mal ein paar Eindrücke, die ich unterwegs auf der Anreise hierher noch mitgenommen habe. Also eine wirklich fantastische Gegend hier. Das Tageticket zum Parken kostet 7 Euro, Stand Jahr 2024. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man in die richtige Richtung vom Parkplatz runterwandert, ist aber alles ausgeschildert. Und dann folgt man der Ausschilderung Richtung Heimgarten. Und insgesamt ist angegeben, bis zum Herzogstand, der dann nach dem Heimgarten kommt, wenn man über diesen leichten Grat gewandert ist, wird vom Parkplatz aus 6 Stunden Gehzeit angezeigt. Man kann dann ab Herzogstand natürlich auch mit der Seilbahn runterfahren, falls man sich den Abstieg sparen möchte. Oder man macht die Tour umgekehrter Reihenfolge und fährt zunächst mit der Seilbahn hoch, geht dann vom Herzogstand rüber zum Heimgarten und kommt dann entsprechend hier diesen Weg runter zurück zum Parkplatz, den ich jetzt gerade raufgehe. Hier haben wir nach einer relativ kurzen Wegstrecke schon eine wunderschöne Sicht auf den See. Vor einem Monat, Mitte September, da hatten wir in diesem Jahr schon einen richtigen Wintereinbruch. Da hatten wir eine geschlossene Schneedecke in den Alpen bis runter auf ungefähr 1700 Meter Höhe. Aber jetzt, einen Monat später, ist es nochmal richtig spätsommerlich warm. Heute soll es auf der Zugspitze mittags 12 Grad werden. Allerdings habe ich gesehen, dass dort oben tatsächlich noch sehr viel Schnee liegt. Aber solche niedrigeren Berge wie jetzt Heimgarten und Herzogstand, die sind ja keine 1800 Meter hoch. Die kann man auch noch spät im Jahr machen, in manchen Jahren fast sogar durchgängig. So findet man eigentlich immer schöne Strecken, die man relativ gefahrlos gehen kann, was den Winter und den Schnee und das Eis betrifft. Natürlich, wenn es richtig Winter hat, muss man auch hier aufpassen. Aber
Ihr seht es ja jetzt hier heute, ist es sommerlich. Und solche Touren gehen in der Regel meistens auch noch im November und sogar oft noch im Dezember. Der Weg vom Parkplatz zum Heimgarten ist mit einem roten Punkt bewertet, also ein mittlerer alpiner Wanderweg. Hier hat man jetzt einen schönen Blick in das Tal und auch auf den Grat, den wir gleich noch gehen. Heute ist hier wirklich nichts los im Aufstieg. Hier nur eine Handvoll Leute unterwegs. Aber am Grat wird es dann doch etwas voller, denn da werden einige mit der Seilbahn hochfahren und dann mir auf dem Grat von der anderen Seite entgegenkommen. Hätte man heute auch mit kurzer Hose gut machen können, die Tour. Ich bin hier für den Wintereinbruch gerüstet, habe zwei Jacken dabei. Das ist natürlich heute Unsinn. Hier hat es jetzt tatsächlich noch Restschnee von dem Wintereinbruch. Und jede Menge Baumbruch, wie ihr seht. Das erste Etappenziel, Heimgarten, ist dort oben schon zu sehen. Es gibt einige Stellen, wo es auch dann wieder runter geht. Hier jetzt und natürlich auch auf dem Grat. Und somit kommt man mit den Gegenanstiegen dann doch auf eben mehr als 1200 Höhenmeter, die man im Auf- und im Abstieg bei dieser Tour macht. So, von hier aus Heimgarten 1,25 Stunden und Herzogstand 3,25 Stunden. Der GPS-Track, den ich benutze, der sagt jetzt sogar über 1400 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Das kommt mir fast ein wenig viel vor. Bei der Tourenbeschreibung stand 1200. Ja, irgend sowas in dem Dreh. Das weicht oft ziemlich stark voneinander ab, was verschiedene Quellen dann angeben, gerade was die Höhenmeter betrifft. So oder so werde ich das doch wohl hinkriegen, auch wenn es 200 Höhenmeter mehr sein sollten als geplant. Ist das dann doch noch kein Drama. Der Weg unten von der Scharte auf bis hinauf zum Gipfel, der war ja nur mit einem blauen Punkt markiert. Davor der Weg vom Parkplatz hoch, das war Rotpunkt. Aber ich muss sagen, ich persönlich stelle jetzt hier nicht so die großen Unterschiede fest. Also auch hier muss man ein bisschen trittsicher sein. Also meiner Meinung nach ist die Anforderung an die Trittsicherheit hier eher Rotpunkt. Ich sehe auch wirklich nach wie vor keinen Unterschied, dass das hier viel leichter wäre als der Weg vorher. Also warum das Blaupunkt ist, das kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ich kenne Blaupunkt so, dass das Forststraßen, Forstwege sind, die man im Grunde ohne Trittsicherheit auch schaffen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Einschätzung da ist. Also hier auf dem Weg gibt es immer wieder Stellen, wo man eine wirklich ordentliche Trittsicherheit braucht, auch jetzt, wo es hier noch feucht ist. Und wer da bis jetzt nur Forststraßen gegangen ist, der könnte dann doch arge Probleme auf so einem Wegstück bekommen.
Jetzt beginnt der Gratwanderspaß. 2,5 Stunden ist angegeben für den Grat vom Heimgarten zum Herzogstand. Man hat ja von dort oben einen super Blick auf den gesamten Grat. Und ja, er sieht gar nicht so lang aus. Und es ist jetzt hier ein Schwarzpunkt markierter Weg, also ein schwerer alpiner Wanderweg. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte man spätestens hier jetzt mitbringen. Aber auch eben bei dem Aufstieg, sogar bei dem Blaupunktweg, war Trittsicherheit definitiv notwendig, zumindest meiner Meinung nach. Nach links haben wir hier immer schönen Blick in die bayerische Tiefebene. Und einen Blick zurück zum Heimgarten. Bisschen feucht ist es und dadurch ein bisschen rutschig, aber nicht wirklich schwierig, finde ich. Schaut euch die tolle Sicht an, hier mit dem See, Wahnsinn. Und die Wolkendecke auf der anderen Seite. Ja, das Flachland, das liegt heute schattig. Da ist heute das Wetter nicht so schön wie hier oben. Das meiste ist natürlich reines Gehgelände. Aber es gibt immer wieder leichte Kraxelpassagen, wie jetzt hier zum Beispiel. Naja, wobei, da muss man eigentlich noch nicht kraxeln. Ambitioniertes Gehgelände. Runterfallen. Ihr seht es, meistens absolut normales Gehgelände. Hier eine stahlseilversicherte Passage würde problemlos auch ohne gehen. Ich habe es mir von unten angeguckt und bin mir absolut sicher, dass ich das so filmen kann, wie ich es hier filme. Wer das nicht glaubt, dass ich auch mit dem Selfie-Stick in einer Hand sicher unterwegs bin, bei den Passagen, die ich mir vorher angesehen habe, der glaubt es halt nicht.
Das ist mir egal. Wer es nachmacht und unsicher ist, macht es auf eigenes Risiko. Wie alles, was man im Internet sieht und nachmacht, das macht man immer alles auf eigenes Risiko nach. Wenn ich hier zeige, wie ich mir ein Omelette koche und jemand macht es nach und weiß nicht, wie er den Herd bedient und die Bude steht in Flammen, dann ist das nicht meine Schuld. Das gilt bei Bergsportvideos genauso. Eine leichte Kraxelstelle noch. Easy für Geübte, wie man so sagt. Jetzt wird's richtig warm, Freunde. Gefühlt haben wir jetzt hier über 20 Grad. Die Sonne knallt hier auf den Grat herunter. Da muss man ordentlich zu trinken besser mitnehmen. Gerade im Sommer, falls man die wirklich im August macht oder so, die Tour. Da muss man sich was zu trinken in den Rucksack packen. Hier haben wir noch ein weiteres Gipfelkreuz. Das liegt nicht auf dem regulären Weg. Man geht hier einen kleinen Abstecher, ungefähr 5 Minuten rauf, 5 Minuten runter, wenn überhaupt eher weniger. Dann kann man dieses Gipfelkreuz hier noch mitnehmen. Und wie zu erwarten war, hat man jetzt natürlich auch hier wieder eine ganz tolle Sicht. Blick zurück zum Heimgarten, Blick zum Walchensee. Dort herrscht sonniges Wetter. Blick hinauf zum Herzogstand, das ist jetzt das nächste Ziel. Und Blick in die Tiefebene und dort ist es bewölkt. Würde hier jetzt ein Tunnel unter diesem Berg durchführen, könnte man vom wolkigen Wetter in den Sonnenschein fahren. Faszinierend, das fasziniert mich immer wieder. Hier schadet es definitiv nichts, dass man sich festhalten kann, denn da ist ein Stück vom Weg schon abgerutscht. Hier nochmal zum Festhalten. Aber ihr seht, das
Das ist jetzt keine ernsthafte Kletterei oder so etwas. Und notfalls würde es definitiv ohne die Stahlseile gehen. Aber es macht die Sache natürlich sicherer, auch wenn hier vielleicht mal noch Schnee und oder Eis liegt. Aber hier ist alles trocken im Moment. Und dann geht es wunderbar, auch ohne Benutzung der Stahlseile. Schöne Felsen haben wir hier. Dort oben ist schon der Pavillon vom Herzogstand. Ah, diese Felsen, da mal eine richtige Klettertour durch, so mit Seil. Das wäre schon was. Ich weiß nur nicht, ob es da Verankerungen gibt. Aber so wie es aussieht, naja, müsste man mal recherchieren. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es mir in die Kommentare. Da sieht man jetzt die Station, wo die Seilbahn dann noch runtergeht. Und der Pavillon. Da haben wir ein Gipfelkreuz. Und dort haben wir auch eins. An Gipfelkreuzen herrscht hier kein Mangel. Jetzt geht es über unschwere Wanderwege runter zur Station. Da könnte man dann die Seilbahn nehmen, aber ich werde auch von dort aus nach einer kleinen Stärkung dann zu Fuß absteigen und mir das Geld für die Seilbahn heute sparen. Dann habe ich es einmal bei Fermins durchgezogen. Und hier geht es jetzt runter, zurück zum Ausgangspunkt. 2,25 Stunden ist angegeben und der Weg ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet, also ein mittelschwerer alpiner Wanderweg. Der Weg runter zu ist so, wie man ihn erwarten kann. Denke mal, da gibt es keine Überraschungen. Ich werde den jetzt auch nicht komplett filmen. Solche Dinge hier, die sind natürlich echt lebensgefährlich. Da war natürlich mal ein Baumstamm durch, also so ein Pfosten, und der ist jetzt weggefault. Aber wenn man da dann reinkommt, weil man es nicht sieht, holla die Waldfee. Mit diesem schönen Ausblick auf den See möchte ich mich von euch verabschieden. Falls euch das Video Spaß gemacht hat und bei der Planung eurer eigenen Tour geholfen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, schreibt mir einen konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Das wäre eine schöne Belohnung für die Arbeit, die ich in das Filmen und Schneiden dieser Videos stecke. In diesem Sinne wünsche ich euch auch viel Spaß bei euren eigenen Bergtouren und bis demnächst. Tschüss.